Hey, willkommen zurück am Samstag. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es, wie gesagt, um etwas ganz Besonderes. Nämlich möchte ich einfach mal meine Geschichte erzählen. Die Geschichte, wie ich damals angefangen habe, wie alles bei mir mit dem Thema Frauen angefangen hat und wie es mich dann hierher geführt hat, an den heutigen Punkt, wo ich Flirt-Trainer bin, Flirt-Coach und das Ganze als meinen Beruf mache tatsächlich. Ich glaube, die Geschichte ist sehr interessant, weil viele von euch vielleicht jetzt noch an einem Punkt sind, wo ihr euch denkt, hey, vielleicht schaffe ich das einfach nie oder ich weiß gar nicht, wie ich jemals besser mit Frauen werden soll. Und ich will dir einfach mal erklären oder zeigen, wo ich damals angefangen habe, auf welchem niedrigen Punkt ich damals angefangen habe und wo ich dann heute stehe. Und ich glaube, das kann sehr inspirierend für dich sein und ich hoffe, du freust dich, dass ich jetzt meine Story mit dir teile. Würde mich auch über Kommentare freuen, dass ihr mir so ein bisschen Feedback gibt zu der Idee an sich. Freue mich immer, wenn ihr teilnehmt. Und ja, ohne weiter groß rumzureden, lass uns einfach mal durchstarten in meine Geschichte. Also ich muss jetzt erst mal überlegen, wo ich anfange. Das ist jetzt sehr frei gesprochen. Ich habe mir nichts zurechtgelegt. Das soll eine sehr freie Sache sein. Ich glaube, das Ganze begann einfach so um die Zeit, ja, ich würde sagen 14 Jahre rum, wo dann so ein bisschen Interesse für Frauen dann immer mehr wurde. Und ich weiß noch, ich habe damals mit einem Kumpel zusammen immer, wir haben immer übernachtet zusammen. Das kennt ihr vielleicht noch, so mit einem Kumpel zu Hause übernachten, das war echt der Hammer. Und da haben wir mal American Pie Filme geguckt. Und in diesen American Pie Filmen gab es immer, auf der einen Seite wurde da viel gevögelt und auf der anderen Seite gab es dann aber auch diesen Liebesaspekt. Und ich fand immer beides super interessant. Ich habe diese Filme geliebt, weil ich mir dachte, ey, das ist das Leben, was ich auch leben will. Weißt du, ich will Sex, will dieses Abenteuer und dann gleichzeitig aber auch diese tolle Beziehung, wie die Leute in American Pie das halt immer hatten. Und ich habe immer wieder diese Filme mit ihm geguckt und ich habe mir immer gewünscht, oh, ich will auch eine Freundin, so, ich will das auch erleben. Und zu der Zeit haben die anderen Jungs in meiner Klasse, ich glaube, es ging so langsam bei denen los. In der Zeit war ich aber noch sehr, sehr schüchtern, sehr unsicher und ein sehr dicker Junge. Ich war jetzt in keinem großen sozialen Kreis drin. Ich hatte meine paar Freunde, so, mit denen ich was gemacht habe, mit denen ich auch gerne was gemacht habe. Und alles in allem war diese ganze Zeit auch super schön, aber mit Frauen lief halt nichts. Und ich weiß noch, ich habe mich damals in eine Klassenkameradin verliebt, in Laura. Und irgendwann habe ich das Laura gesagt und sie war so, hey, nein, na, für mich ist das nur freundschaftlich. Und das war sozusagen meine erste große Abfuhr und ich war echt lange in die verliebt. Das kennt ihr vielleicht noch so, wo man damals in Frauen verliebt war, wo man vielleicht mit ihnen erst zwei Wörter geredet hat. So ganz komische Dinge eben, so wie das halt ist, wenn man jünger ist. Und ja, das war so für mich der erste etwas schlechte Anfang und das war Gymnasiumszeit damals und das Ganze ist aber besser geworden, als ich dann auf die Realschule rüber gewechselt bin. Danach, da hat das Ganze so ein bisschen angefangen, da wurde ich dann mehr so Teil der Klassengemeinschaft und war dann auch öfter auf Partys und da hat sich dann von selbst quasi so ein bisschen was entwickelt. Da habe ich dann so mit einem Mädel mich gut verstanden und wir haben uns dann, weiß nicht, über die 2 Jahre, wo wir zusammen zur Schule gegangen sind, immer ein bisschen mehr angenähert und wir hatten dann auch sozusagen unsere erste sexuelle Erfahrung miteinander. Das war damals mit 16 oder so, es war einfach so Petting, so sie hat mir einen runtergeholt, ich habe sie so ein bisschen gefingert und das war es dann auch. War lustig die Erfahrung und das war so ein bisschen der Einstieg in diese ganze Sache. Und dann war die Realschule vorbei und dann bin ich wieder aufs Gymnasium zurückgegangen und dann hatte sich eine von den... Also ich bin ins laufende Jahr reingekommen. Die hatten schon angefangen auf dem Gymnasium und ich kam dazu dann. Ich war der Neue sozusagen. Und eine von den Mädels, die hatte sich direkt in mich verguckt und ich habe dann neben der gesessen und wir waren erstmal beste Freunde. Wir haben jeden Tag auf ICQ geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen das noch kennt, diese Chat-Plattform, wo man immer ganz viel geschrieben hat. Wir haben jeden Tag auf ICQ mehrere Stunden hin und her geschrieben. Das war super krass. Würde ich heute nie mehr machen. Also auch zeitlich gesehen gar nicht möglich. Mehrere Stunden haben wir da hin und her geschrieben und für mich war es irgendwie erstmal nur so freundschaftlich und dann hat sich das aber wirklich so über die Zeit entwickelt. Ich weiß noch, wir haben immer so Übernachtungspartys gemacht, damals wieder Übernachtungspartys, also bei Freunden, haben zusammen Filme geguckt und eines Nachts einmal auf so einer Übernachtungsparty, wir haben halt immer so ein bisschen gekuschelt. Ich und sie haben immer ein bisschen gekuschelt, aber mehr ging da nicht. Und dann war da diese eine Übernachtungsparty und da haben wir einfach nebeneinander gelegen, haben gekuschelt und da hatten wir einfach so voll das Bedürfnis, uns zu küssen. Und das ist dann auch da passiert. Und dazu muss ich sagen, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt immer richtig Angst hatte davor. Ich hatte richtig Angst vor dem ersten Kuss. Weil ich wusste einfach nicht, wie man das technisch macht. Das war mir nicht ganz bewusst. Und dann, ich war immer super aufgeregt. Ich habe das ganz lange vor mir hergeschoben. Das ist vielleicht wie bei euch, manchen da draußen, dass ihr Angst vor dem ersten Mal Sex habt, weil ihr nicht genau wisst, wie das denn läuft, was da passiert. Ich hatte das vor dem ersten Kuss, weil, also nicht so normaler Kuss, nicht so
sondern einfach wirklich so rummachen, ja, wo man dann so also ein richtiger Kuss. Weil ich wusste nicht, wie das technisch gehen soll. Und ich hatte auch keine Freundin, mit der ich das üben konnte oder einen Freund. Genau, ich wusste also überhaupt nicht, wie das geht. Und ich hatte mehrere Möglichkeiten bis dahin schon gehabt, das auch zu machen, mit den Frauen rumzumachen. Aber ich habe es immer gelassen, weil ich zu viel Angst hatte tatsächlich. Und an der Stelle schon mal der Hinweis darauf, bei solchen Sachen sei einfach immer mutig, mach einfach, probier aus. Du musst es ausprobieren. Es wird nicht besser. Die Angst wird nicht weniger, die Angst wird mehr. Und je länger du es vor dir herschiebst, desto länger brauchst du, um dann irgendwann an den Punkt zu kommen. Also einfach machen, dich nicht von der Angst da zu viel einnehmen lassen. Auf jeden Fall lagen wir dann da rum, haben gekuschelt und dann haben wir halt wirklich uns geküsst. Und es hat echt Spaß gemacht. Ich war so, yeah, juhu. Weiter ging dann erstmal nichts. Und ich weiß noch, dann war bei mir so der Damm durchbrochen. Ich war so, ha, jetzt kann ich küssen, jetzt weiß ich, wie das geht. Und ich habe am nächsten Tag eine andere gute Freundin von mir getroffen und habe auch mit ihr direkt rumgemacht, weil ich mir dachte, oh, jetzt weiß ich, wie das geht, jetzt kann ich es ausprobieren, jetzt kann ich es immer machen. Und ja, das war super lustig. Auf jeden Fall hatte ich dann mit dem Mädel aus meiner Klasse da, mit dem ich da auch immer übernachtet hatte, und wir hatten einen gemeinsamen Freundeskreis. Da merkt man auch wieder die Power von einem Freundeskreis. Hat sich dann was entwickelt. Also wir sind dann zusammengekommen und waren dann während der Gymnasiumszeit auch ungefähr, ich weiß nicht, so ein Jahr und einen Monat war das, glaube ich, waren wir zusammen. War auch eine echt coole Zeit. Wir haben viel zusammen erlebt, sind in den Urlaub gefahren. Das war so die erste große Liebe. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Das war super toll. Und dann so gegen Ende dieses ein Jahr und einen Monats ging das Ganze dann so ein bisschen in die Brüche. Also man hat so gemerkt, tatsächlich wurde ich so ein bisschen, weiß nicht, ich habe mich so ein bisschen mehr da reinbegeben und sie hat sich so ein bisschen zurückgezogen. Also das Investitionsverhältnis hat sich verändert. Bis zu diesem Zeitpunkt war es so, dass viele gedacht haben, wenn mal jemand Schluss macht bei dieser Beziehung, bin ich das, weil es immer so aussah, als wenn sie sehr investiert in die Beziehung ist und ich nicht so investiert. Und dann hat sich das aber umgekehrt. Ja, das fing an, wo sie mit einem anderen Typen telefoniert hat, der rief sie dann immer nachts um 12 Uhr an, während ich neben ihr lag, und dann ist sie immer eine Stunde ins Wohnzimmer gegangen und hat mit ihm telefoniert. Und das hat mich halt verunsichert, offensichtlich und auch verständlicherweise. Hätte es natürlich nicht müssen, hat es aber in dem Moment. Und genau, das hat mich einfach verunsichert, weil sie war halt meine erste Freundin und vorher ging halt nicht so viel mit Frauen und oh, ein bisschen was ging schon. Auf jeden Fall war ich einfach sehr, sehr verunsichert. Und genau, dann hat sich das so ein bisschen verschoben, so das Investitionsverhältnis. Also ich habe immer ein bisschen mehr gegeben und sie hat sich immer weiter zurückgezogen, bis zu dem Punkt, wo sie dann eigentlich keine Lust mehr auf die Beziehung hatte und wir dann gemeinsam Schluss gemacht haben. Sie hat das halt gemacht, damit es nicht so schmerzhaft für mich ist, haben wir halt im Einverständnis Schluss gemacht. Ich wollte es im Grunde nicht, aber das ging in dem Moment nicht anders. War aber auch das Beste für mich. Es ist immer besser, wenn Beziehungen zu Ende gehen, wenn die so eine sehr schlechte Dynamik haben. Oder wenn man zumindest sich erstmal trennt für eine Zeit lang, um wieder die Dynamik gut herstellen zu können. Das ist immer wichtig. Und dann hatten wir aber auch noch eine Zeit lang miteinander, was ich war damals echt, ach, wenn ich mich daran zurückerinnere. Ich bin damals echt eher echt auf den Sack gegangen, war so, hey, ich will mit dir zusammen sein, habe sie voll genervt. Wir waren auch in der gleichen Klasse, wir hatten die ganzen Kurse zusammen und ich habe einfach nicht locker gelassen. Auf der einen Seite gut, dass ich dran geblieben bin, auf der anderen Seite war es einfach auch zu viel und ich hätte sie einfach in Ruhe lassen sollen. Habe ich ja letzten Donnerstag auch schon drüber gesprochen, Thema Shit-Tests, wenn die Frau sagt, hey, ich bin mir nicht sicher, einfach, lass sie einfach machen, lasse sie einfach überlegen, lasse ihre Zeit, das hätte ich auch machen sollen, ich bin ihr voll hinterher. Was dann auch irgendwann dazu geführt hat, dass wir nochmal miteinander geschlafen haben. Und ich erinnere mich dann an ein Ereignis, da war ich mit einem Freund in der Disco und sie war auch da mit ihrem neuen Typen, mit dem sie auch mal telefoniert hatte. Und boah, da ging es mir schlecht. Und da wollte ich den Typen auch angreifen, so ich wollte den verprügeln, so, und mein Kumpel hat mich zurückgehalten. Aber das war ein übler Abend. Also da ging es mir auch eine ganze Zeit lang wirklich, wirklich nicht gut in dieser Zeit nach der Trennung. Ist ja immer so nach einer Trennung. Gerade wenn du derjenige bist, von dem sich getrennt wurde, dann geht es dir halt einfach nicht optimal. Und da fing das Ganze dann noch an, dass ich mich, das war dann nach dem Abitur, da habe ich dann auch überlegt, hey, wie geht's jetzt weiter, was studiere ich jetzt und so weiter. Und da fing das dann auch an, dass ich mich mehr über dieses Pickup-Dating-Thema informiert habe. Ich bin damals zuallererst auf das Pickup-Forum gestoßen, pickupcommunity.com oder so, oder .org, ich glaube .com oder .de, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dort zuerst drauf gestoßen, habe da wirklich super viel gelesen. Vielleicht für viele Leute von euch, die jetzt auf diese Pickup-Schiene hergekommen sind, kennen es vielleicht noch. Du fängst an zu lesen und dann liest du erstmal für Wochen einfach nur in diesem Forum rum, weil da sind so viele Sachen, die du lesen kannst und du bist auf einmal so, wow, das ist alles möglich, kann mein Erfolg mit Frauen verbessern. Und es ist wie, als wenn sich eine ganz neue Welt der Möglichkeiten für einen öffnet. So habe ich das zumindest damals empfunden. Und ja, ich habe super viel gelesen und dann war ich mit meinen Freunden immer in der Disco und da haben wir da immer Sachen ausprobiert.
Und ich habe angefangen, so mehr Frauen zu daten. Und ich weiß es noch, da war diese eine Frau und die stand voll auf mich und die war auch heiß, so. Und das war kurz nach der Trennung und dann war sie auch auf einer unserer Abi-Feiern. Und unsere Abi-Feiern waren immer auf so einem Hof. Hof Kase oder so hieß der. Das war so geil immer. Also man kam in, das war das außerhalb des Dorfs oder außerhalb der Stadt auf dem Dorf. Und Dorf ist sowieso, Dorfpartys sind immer lustig. Und da war auch diese Frau, die auf mich stand. Und dann hat sie mich noch mit rausgenommen. Wir sind rausgegangen von diesem Hof in so ein Hintergebiet. Und da waren so Steinblöcke. Und sie hat mich auf so Steinblöcke gesetzt und hat mir die Hose ausgezogen und wollte mir einen blasen. So. Und ich war so, nein, ich bin nicht bereit dafür. Also in dem Moment war ich irgendwie nicht ready dafür. Aber das weiß ich doch, das war eine richtig lustige Erfahrung. Und dann waren wir immer viel in Clubs unterwegs. Und ich habe da meinen jetzt besten Freund Mark kennengelernt, der auch super, super viel Erfahrung mit Frauen hat, mit dem ich auch hier damals diesen Channel angefangen habe, als er noch Get Your Asser war, dieser Channel. Aber kommen wir gleich noch zu. Und wir haben einfach super viel zusammen gemacht. Wir haben super viel Erfahrung mit Frauen gesammelt. Und dann kam ich nach Hannover und habe in Hannover Journalismus studiert. Und in Hannover ging es natürlich auch wieder los. So, ich habe dann angefangen, also das Studium hat angefangen und ich habe mir dann vorgenommen, so ich vereine, ich connecte alle Leute und dann habe ich mich so mit allen Leuten mich so ein bisschen connected und dachte mir, ich bringe einfach alle Leute zusammen und bin dann der Typ, habt ihr ja schon oft davon erzählt in den Videos, ich bin dann der Typ, der einfach die Leute zusammenbringt und dann einfach Teil dieses großen sozialen Zirkels ist. Und das hat auch gut geklappt, ich habe da soziale Freunde, also einen guten sozialen Kreis aufgebaut, war da ganz gut integriert und ja, da sind auch echt tolle Sachen passiert. Also da habe ich ganz tolle Frauen kennengelernt. Ich erinnere mich an eine spezifische Frau, die zum. Sie hatte noch einen Freund, als das Studium begann, aber sie hatte. Ich war ihr schon aufgefallen und ich gefiel ihr. Und dann auf so einer Studieneinweihungsparty in so einem Wohnheim, was immer so geil ist, keine Ahnung, habe ich sie dann so ein bisschen verführt. So, sie war sich nicht sicher, ob sie es will, aber ich habe einfach da durchgepusht und hatten wir auch kurz danach Sex. Ich weiß das noch. Ich war bei ihr und wir haben dann, ich habe das damals immer so gemacht, dass ich so ein bisschen Film oder Serie mit ihr gucke und das dann Sex übergehen lasse. Und wir haben erst eine Pizza gegessen und dann haben wir die erste Folge von Breaking Bad gesehen. Und wir haben während dieser ersten Breaking Bad Folge nicht ein einziges Wort miteinander gesprochen. Nicht ein Wort. Und als die Folge dann vorbei war, haben wir uns angeschaut und haben einfach angefangen rumzumachen und hatten Sex. Und das ist auch eine Frau, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß nicht, heute schaue ich mich, ich schaue manchmal so Fotos von ihr an und denke mir so, ah, mit der hätte ich. Ich würde gerne mal mit der schlafen, ich würde gerne mal was mit der haben, weil. Aber die war toll, weiß nicht, ich hatte irgendwie was. Sie war so, nach außen hin war sie sehr, sehr lieb, sehr so adrett. Und es war eine super schöne Frau, eine super, super schöne Frau. Und nach außen hin war sie sehr so lieb und ich bin so ein braves Mädchen. Und dann im Bett war sie halt voll die Hure und das war super, ein super interessanter Gegensatz. Ja, denke ich mir heute noch so, ah ja, mit der würde ich gerne nochmal. Aber wir haben keinen Kontakt mehr. Das zerläuft sich dann meistens. Je nachdem, wie man es macht. Hab da also in Hannover mehrere Erfahrungen gesammelt und da ging das Ganze dann auch so ein bisschen mehr los. Ganz, ganz verrückte Erfahrungen, von denen ich vielleicht in einem anderen Punkt mal mehr erzähle. Und dann bin ich auf RSD gestoßen, für die draußen, die das kennen. RSD, Real Social Dynamics, eine große amerikanische Dating-Company. Und deren Videos bestehen hauptsächlich daraus, das sind so große Vorträge vor so großen Massen von Männern. So, und ich habe das gesehen und dachte mir, was, damit kann man sein Geld verdienen, damit machen die ihr Geld, das ist ja voll cool, so Vorträge halten und sowas, das will ich auch machen. Und da begann so, da fing so dieser Same an zu keimen, vielleicht Coach zu werden. Und ich weiß noch, hab mir damals mein Tagebuch gekauft, wo ich dann angefangen habe, immer meine Erfahrungen mit Frauen reinzuschreiben, kann ich dir übrigens auch nur empfehlen. Und ich habe den Titel dieses Buchs gewählt, Der Weg zum Coaching Teil 1. Mein zweites Buch hieß dann Der Weg zum Coaching Teil 2. Und ich habe mir dann zum Geburtstag so eine Kamera gewünscht. Eine ganz schlechte Kamera war das damals noch. Damit haben wir die ersten Get Your Ass Up Videos gedreht, falls ihr die noch kennt, wo wir im Borat-Anzug Frauen angesprochen haben und so. Das waren mehr lustigere Videos. Aber kommen wir gleich noch zu. Und habe dann angefangen, so ein bisschen Videos zu drehen. So in Herrenhäuser Gärten in Hannover, wer das kennt, das ist so eine ländlichere Gegend, habe ich dann angefangen, so probehalb ein paar Videos zu drehen. Also da hat es angefangen. Ich habe einfach Videos gedreht, habe da reingesprochen in die Kamera und einfach ein bisschen geübt, sage ich mal. Das war noch weit, bevor ich irgendwas veröffentlicht habe. Und genau, habe in Hannover dann wirklich angefangen, auch aktiv Frauen auf der Straße anzusprechen. Und ich weiß noch, mein erstes Mal ansprechen, das war wirklich, das hat mich so viel Überwindung gekostet. Ich bin dieser Frau in der Einkaufszone 30 Minuten hinterhergegangen, bis halt keine Leute mehr um sie drum waren, bis halt ich wirklich todsicher war, hey, es hört mir jetzt hier niemand zu, es kriegt hier niemand mit, was ich jetzt hier mache.
Und dann habe ich sie angesprochen, und weil sie hatte die ganze Zeit ihr Handy in der Hand, und ich habe gefragt, suchst du irgendwas, kann ich dir irgendwie helfen? Und ja, so ein richtig blöder Spruch sozusagen, der aber auch funktionieren kann. Und sind kurz ins Gespräch gekommen, wir haben nicht die Nummern getauscht, aber ab dem Punkt war ich hooked. Also es war wirklich, es war krass emotional. Ich war so, boah, war das ein geiles Gefühl. Ich habe mich so gut gefühlt, weil ich diesen Widerstand gebrochen habe, dass ich habe mich nicht getraut. Es war so ein riesen Widerstand da, und ich bin durchgebrochen. Ich habe es geschafft. War mutig, und es hat mir einen richtigen emotionalen Rush gegeben sozusagen. Und ja, das kann ich dir nur empfehlen. Das ist halt das Tolle, wenn du Frauen ansprichst, wenn du Frauen auf der Straße ansprichst, wenn du Frauen im Alter kennenlernst. Da wird immer dieser Widerstand sein, und du wirst dir denken, oh nein, ich will es eigentlich nicht machen. Aber wenn du durch diesen Widerstand durchgehst, dann fühlst du dich einfach toll. Das gilt übrigens auch für viele andere Lebensbereiche. Wenn du irgendwo an einen Widerstand triffst, dann dort durchzugehen, sei es im Beruf, es ist egal wo, dann wirst du immer mit einem guten Gefühl belohnt werden. Und dann habe ich halt angefangen, wirklich jeden Tag rauszugehen, Frauen anzusprechen, immer in mein Buch zu schreiben und immer so Theorien auch aufzuschreiben. Ich weiß noch, die ersten Seiten in meinem Buch, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier rumstehen habe, ich kann mal gerade gucken. Ja, hier ist es. Das war meine Hantel. Ja, ich kann mal den ersten Eintrag vorlesen. Das war nämlich das war das erste Mal, wo ich mit dieser Frau gesprochen habe. Und ich habe geschrieben, obwohl ich nur einen Approach geschafft habe, also eine Frau anzusprechen, ist das persönliche Resultat und die Schlüsse, die ich daraus ziehen konnte, Gold wert. Cold Approach, also Frauen auf der Straße ansprechen, ist ganz klar Hardcore-Shit. Nach dem kurzen Gespräch habe ich mich sehr glücklich und wesentlich lockerer als zuvor gefühlt. Es ist unglaublich wichtig, vor dem Ansprechen nicht einen einzigen Gedanken zuzulassen. Der Weg zum Target, also Pickup-Sprache für den Weg zu der Frau, die du ansprechen willst, muss klar und konsequent zurückgelegt werden, um so wenig Mindfuck wie möglich zuzulassen. Also um so wenig in seinem Kopf zu sein wie möglich. Damals in dieser Sprache gesprochen. Und da habe ich noch so Fazit aufgeschrieben. Im Gespräch selbst kann ich ohne große Gedankenkonflikte agieren. Das ist echt hart. Die positiven Gefühle, die sich danach anschließen, sind unglaublich. Das ist sehr intensiv und inspiriert zu mehr. Also das sind so Sachen, die habe ich immer hier in meinem Buch geschrieben. Das war jetzt der erste Eintrag von diesem ersten Mal ansprechen. Und ich habe dann auch so Theorien entwickelt, so hey, was bringe ich dann später den Leuten bei, die ich coache? Ich wusste noch nicht mal im Ansatz, wie ich das jemals schaffen sollte. Ich wusste nicht im Ansatz, wie ich da hinkomme. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Und der Weg wird auch noch sehr holprig werden. Also das wirst du dann auch merken. Auf jeden Fall habe ich dann mehr Erfahrung gesammelt. So, wir waren auch auf dem Club unterwegs. Wir haben auch betrunken Frauen kennengelernt und klargemacht und auch nüchtern. Alles, was dran dazugehört. Und da habe ich aber irgendwann gemerkt, dass dieses Journalismusstudium nicht mein Ding ist. Zu Hannover, muss ich sagen, ist eine tolle Stadt. Aber das Studium war nicht meins. Und dann habe ich immer im Pickup-Lehr, das ist, jede Stadt hat so einen Pickup-Lehr, so heißt das. Das sind einfach Leute, die zusammen losziehen und Frauen ansprechen. Habe ich dann Fabian kennengelernt. Das ist mein jetziger Mitbewohner, der immer noch mein Mitbewohner ist. Und ich habe dann zu Fabian gesagt, hey, guck, pass auf, ich breche mein Studium ab. Ich studiere wahrscheinlich Psychologie an der Fernuni. Und wenn du an der Fernuni studierst, kannst du halt überall wohnen, weil du studierst halt von zu Hause aus. Und mein bester Kumpel Marc, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, mit dem ich viel erlebt habe, der auch super krass mit Frauen ist, vielleicht noch krasser als ich, der hat zu der Zeit in Berlin gewohnt, aber außerhalb. Und wir hatten immer so diesen Plan, hey, lass mal zusammen einen YouTube-Channel machen und so lustige Flirt-Videos machen. Und dann meinte Marc zu mir, hey, pass auf, lass uns doch nach Berlin, aber näher in die Innenstadt ziehen und dann können wir unser Projekt umsetzen, können wir YouTube-Videos drehen. Und dann meinte ich, okay, lass uns das machen, weil ich kann ja wohnen, wo ich will mit meinem neuen Studium. Und er meinte, lass noch eine dritte Person fragen, dann wird das günstiger mit dem Zusammenwohnen. Und dann habe ich Fabian gefragt. Ich so, Fabian, pass auf, ich breche ab und studiere Psychologie an der Fernuni und ziehe jetzt nach Berlin. Super, das war so spontan, das war innerhalb von einer Woche entschieden. Oder waren zwei. Und Fabian dann so, ey, das klingt ja lustig, schick mir mal die Informationen, vielleicht mache ich das auch. Und ich schicke ihm die Informationen und am nächsten Tag sagt er mir so, ja, ich bin dabei, lass uns das machen. Und ich weiß, dann sind wir zu Marc gefahren, er hat in so einem Keller-Apartment gewohnt hier in Berlin. Und dort haben wir uns eine Woche einquartiert, um uns halt eine Wohnung zu suchen. Und auf so ganz engem Raum. Und wir haben aber echt schnell eine Wohnung gefunden. Das ist diese Wohnung, wo ich immer noch drin wohne. Und wir hatten so eine Maklerin und ich weiß noch, wir haben mit der Maklerin so geflirtet, so hey, dies und das. Alle anderen, die Wohnung haben wollten, haben ein bisschen mit der gequatscht und so, aber wir haben so mit der geflirtet und haben uns halt sympathisch mit der gestellt. Und dann hat sie uns tatsächlich nach einer Woche angerufen, wo wir uns auch gedacht haben, hey, jetzt langsam könnten wir mal eine Wohnung hier bekommen, weil es wurde sehr eng in dem Kellerraum zu dritt, es war halt auch sehr klein da. Und wir haben die Wohnung bekommen und dann bin ich halt zurück in meine Heimat, habe alle Sachen gepackt und wir sind halt hergezogen. Und dann ging es richtig los.
Dann haben wir noch nicht den YouTube-Channel gemacht, aber dann sind wir ja wirklich zu dritt. Jeder von uns, also wir als WG zu dritt, sind jeden Tag rausgegangen und haben mindestens 5 bis 10 Frauen angesprochen. Wir sind immer ins Alexa gefahren, Alexa Shopping Center am Alexanderplatz. Jeder, der in Berlin wohnt, kennt das. So, jetzt gab es ein kleines Batterieproblem, aber ich bin wieder da. Also, wir waren immer im Alexa Shopping Center und wir haben wirklich, also unzählige Runden habe ich dort gedreht in dem Shopping Center, unzählige Frauen habe ich dort kennengelernt. Und wir waren dann wirklich immer unterwegs, wir waren tags unterwegs, 5 Frauen mindestens, jeden Tag außer Sonntag, wir waren nachts unterwegs und es war eine richtig tolle Zeit. Und das war auch da, wo ich meine dann jetzt Ex-Freundin oder die nächste Freundin kennengelernt habe. Und das war relativ am Anfang, also direkt nach dem Umzug war das quasi. Ich weiß es noch, da waren wir unterwegs und ich wollte eigentlich schon gehen. Wir wollten schon wieder gehen aus meiner Lexa. Dann meinte Marc zu mir, komm, da drüben sitzen 2, lass uns die noch ansprechen. Und ich meinte, okay, machen wir. Ich hatte die aber nicht gesehen. Ich habe einfach gesagt, komm, machen wir, passt schon. Und da haben wir uns neben die gesetzt und das war dann ist dann meine nächste Freundin geworden, die ich dann da kennengelernt habe. Und keine Ahnung, also auch die Zeit, die ich mit dieser Frau gerade am Anfang verbracht habe, war die schönste Zeit, die ich je mit einer Frau überhaupt verbracht habe, muss ich sagen, das war sehr krass, keine Ahnung. Es war einfach krass so. Ich habe es immer interessant gefunden, mit verschiedenen Frauen zu schlafen, mit verschiedenen Frauen Erlebnisse zu haben. Aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit den Frauen, in die ich mich wirklich verliebt habe, das war was anderes. Also das war von dem, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, tatsächlich ein bisschen näher dran. Die Zeit, die dann kam, war einfach hammergeil. Also wir haben wirklich mehr Frauen angesprochen. Ich habe dann wie diese eine Frau immer weiter gedatet. Und dann haben wir angefangen, unseren Channel zu machen, unseren Get Your Ass Up Channel. Und das erste Video, was wir gemacht haben, war damals, wir sprechen Frauen an in hässlichen Klamotten. Wir haben uns hässliche Klamotten angezogen, haben eine Kamera genommen, die ich damals zum Geburtstag in Hannover bekommen hatte. Und haben dann Frauen auf der Straße angesprochen und wollten halt den Männern da draußen zeigen, hey, guck mal, auch wenn du scheiße angezogen bist, kann es klappen mit den Frauen. Das war unsere Message. Und ich weiß es noch, das war auch zu dem Zeitpunkt, ich hatte noch ein Foto von, da wurde es mit diesem Mädel so ein bisschen enger, da haben wir auch, das hing da an meiner Wand, da drüben ist es mittlerweile aber nicht mehr da, da war sie auch dabei beim ersten Drehtag und das war echt lustig, das war auch toll, weil sie war so Teil des Freundeskreises und sie hat dann immer Fotos gemacht für uns, sie hat unser Get Your Ass Up Cover Foto gemacht und sie war dann immer voll dabei, was diese Sachen anging und ja, da haben wir halt diese ganzen Videos gedreht, haben schlechte Anmachsprüche gemacht, wir haben Frauen entsprechend im Borat-Anzug gemacht, da haben wir, ihr kennt vielleicht diesen Film Borat, da hatte er so einen Anzug an, so einen grünen kleinen Anzug und den hatten wir halt an und haben halt in diesem Borat-Anzug Frauen angesprochen und ich habe in Burger King, hier am Alexanderplatz, habe ich mich auf so einen Stuhl gestellt und habe die kasachstanische Nationalhymne im Borat-Anzug in Burger King gesungen. Das macht Borat im Film, da singt er die kasachstanische Nationalhymne, es ist nicht die kasachstanische Nationalhymne, sondern einfach nur eine Verarsche der US-amerikanischen Nationalhymne. Und keine solche Sachen haben wir gemacht. Das war eine richtig lustige Zeit. Und da wurde es halt mit der Frau immer enger und wir haben dann auch, sind dann ein paar Monate später auch in eine offene Beziehung gegangen. Die hat auch 3,5 Jahre waren wir in einer offenen Beziehung dann. Auch in dieser Beziehung habe ich so viel gelernt, habe viele andere Frauen kennengelernt, habe ganz viele Sachen, habe sehr fragwürdige Sachen gemacht, die auch dann zum Ende der Beziehung auch beigetragen haben und während dieser Zeit, während dieser ganzen Beziehung und ich also so viele Erfahrungen gemacht während dieser offenen Beziehung, so viele andere Frauen auch noch kennengelernt und während dieser Zeit haben wir halt den Channel weitergemacht und dann war es irgendwann so, dass wir gemerkt haben, hey, wir haben irgendwie nicht die gleichen Vorstellungen und dann ist auch mein Kumpel Marc wieder zurück nach Hause gezogen und hat da angefangen als Profi-Gamer tätig zu sein. Und Fabian, mein Mitbewohner, der das bis dahin auch mitgemacht hatte, war auch nicht so seins. Also habe ich den Channel so ein bisschen übernommen und weitergeführt. Da habe ich damals ganz viele Theorievideos gemacht, jeden Tag ein Theorievideo. Und dann habe ich Max kennengelernt. Den kennen manche vielleicht von euch noch von Flirtprofis damals, den Schwarzen. Den habe ich kennengelernt. Er hatte irgendwie geschrieben in so einer Berlin-Flirtgruppe, so hey, ich bin neu in Berlin, ich suche irgendwie ein paar coole Jungs, mit denen ich losziehen kann. Und ich meinte, ja cool, könntest du ja mal treffen am Alexanderplatz. Und ich weiß noch, ich war dann am Saturn und habe da gestanden. Und ich habe immer, also ich habe nichts erwartet von den Leuten, die ich da getroffen habe im Berlin leer. Das waren meistens komische Leute. Und dann stand da so ein dicker Typ mit so fusseligen Haaren und er tippte so am Handy rum. Und Max war auch gerade am Schreiben. Und ich dachte so, ah, das ist wahrscheinlich dieser Max. Und dann auf einmal kommt von hinten so ein Typ so, yeah, aber hat mich so. Und ich gucke so, das ist Max. So. Und wir haben uns gleich von Anfang an sehr gut verstanden. Der war super gut drauf. Toller Typ. Und dann nach einer kurzen Zeit, wo wir zusammen unterwegs waren und ich gemerkt habe, hey, wir passen irgendwie einfach da auf dieser Ebene zusammen, habe ich dann gesagt, hey, komm, lass doch zusammen Get Your Ass Up weitermachen. Und das haben wir dann auch gemacht. Haben zusammen Get Your Ass Up weitergemacht. War eine lustige Zeit. Jetzt bekomme ich hier einen Anruf. Es ist heute kann ich hier nicht in Ruhe ein Video drehen. Wir sehen uns gleich wieder.
So, jetzt bin ich wieder zurück. Ich kriege manchmal noch Anrufe. Ich hatte mal, nur kurz um reinzugrätschen, ich hatte mal ein Webseitenprojekt, wo ich eine Dachdeckerseite gemacht habe. Mein Dachdeckerprofi hieß das. Und es rufen mich heute immer noch Leute an und fragen mich, ob ich Fahrzeuge zu verkaufen habe. Ich habe gestern einen Anruf bekommen, ich habe heute einen Anruf bekommen. Und Leute fragen mich immer, haben Sie Fahrzeuge zu verkaufen? Und ich bin immer so, nein, ich habe keine Fahrzeuge zu verkaufen. Das passiert, wenn du irgendwelche komischen Webseitenprojekte machst, um Geld zu verdienen. Dann passiert sowas. Aber zurück zum Thema, zum eigentlichen Thema. Wo war ich denn jetzt? Habe ich es natürlich vergessen, so ein Scheiß. Genau. Also der Marc ist zurückgezogen, Fabian hat dann auch nicht mehr mitgemacht. Ich habe es mit Max zusammen gemacht. Genau an der Stelle waren wir stehen geblieben. Und das war auch echt lustig. Ich habe das zusammen mit Max gemacht. Wir haben viele lustige Videos gedreht. Max hat sich da auch toll eingebracht, weil er einfach, weiß nicht, ist ein sehr disziplinierter Typ gewesen, der wusste, was er wollte. Das war super. Hat mir auch ganz toll weitergeholfen an der Stelle. Und irgendwann kam dann der Punkt, also die Flirt-Coaches, oder was heißt die Flirt-Coaches, waren wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die Coaches oder die Leute, die so Flirt-Challenge gemacht haben, kannten sich untereinander in Berlin. Also wir kannten die Flirt-Profis. Wir kannten Don John und so weiter. Und dann kam es erstmal dazu, dass wir unseren ersten Kunden hatten. Unser erster Kunde ist heute ein guter Freund von mir. Und den haben wir damals für, weiß ich auch nicht, super günstig haben wir den gecoacht. Ich und Max, das war, er hatte Max auf der Straße gesehen, wie er eine Frau angesprochen hat und meinte dann zu ihm, ey, kannst du mir das beibringen? Und dann hatte Max geschäftlich, wie er ist, das gleich in ein Coaching verwandelt. Und das war dann unser erstes Coaching. Wir wussten halt überhaupt nicht, was wir machen. Aber er war sehr zufrieden, unser Kunde. Wie gesagt, ein guter Freund von mir jetzt. Und ja, das war die erste Coaching-Erfahrung. Aber es war noch überhaupt nicht professionell. Das war einfach nur so durch Zufall mal gemacht. Und wie gesagt, man kannte sich untereinander, so die Flirt-Profis kannten uns, wir kannten die Flirt-Profis und das war damals, die Flirt-Profis waren damals eine ganz andere Welt für uns, die waren auf einem ganz anderen Level und das waren sie auch. Und dann hat Manuel uns kontaktiert oder Sebi, ich weiß nicht mehr genau, hatte Max und mich kontaktiert und hatte gefragt, ob wir uns mal unterhalten können. Und dann sind wir zu denen hin und dann haben die uns erzählt, dass sie sich so langsam ein bisschen aus dem operativen Geschäft zurückziehen wollen und Leute wollen, die jetzt den Channel übernehmen, die auf dem Channel Videos drehen. Ja, Flirt-Profis, ihr könnt mal schauen, wenn ihr das nicht kennt. Mittlerweile ist es nicht mehr das, was es früher war, aber es war ein sehr, sehr großer Channel, 50.000 Abonnenten. Der größte Channel im deutschen Raum, wenn es ums Thema Flirten geht, jetzt mal von Estefano abgesehen. Und genau, dann haben wir mit denen gequatscht und Max und ich haben uns gedacht, hey, das klingt doch richtig cool, weil die sind auf einem Weg, den wir auch gehen wollen, viel weiter vor uns und wir sind dabei, haben wir gesagt. Und Voraussetzung war aber, dass wir unseren eigenen Channel aufgeben, dass wir die Videos vom eigenen Channel löschen. Und deswegen findest du auch jetzt auf diesem jetzigen Channel keine alten Videos mehr, weil ich die alle privat gestellt habe und jetzt auch nicht mehr öffentlich stellen will, weil jetzt habe ich halt die neuen Videos. Und mein Nacken. Und genau, da haben wir halt bei den Flirt-Profis angefangen und das war eine super intensive Zeit. Wir haben da verkauft, am Telefon verkauft. Das waren halt Sachen, die wir bis dahin nie gemacht hatten. Da haben wir halt gesehen, was bei Flirt-Profis krass war, da habe ich halt gesehen, dass es möglich ist, mit dieser Sache wirklich viel Geld zu verdienen oder ordentlich Geld zu verdienen. Das ist das, was ich bei Flirt-Profis gesehen habe, dass es das wirklich ein funktionierender Business-Zweig ist. Das war mir selbst vorher nicht klar, weil das vorher war es einfach nur irgendwas, was wir machen und wir machen es einfach mal und okay, wir haben jetzt mal einen Kunden und yay. Aber da war es halt so, wir sind halt rumgereist als Coaches durch Deutschland. Wir hatten diese Auslandscoachings, wo wir mit den Männern in Dänemark waren, in Amsterdam, wirklich mit einer großen Gruppe von Männern, wo auch wirklich Geld hintergesteckt hat. Und da habe ich halt gesehen, hey, das ist wirklich möglich, darüber Produkte zu verkaufen, Coachings zu verkaufen. Aber das war eher so der Bereich, wo ich gesehen habe, Coachings sind möglich. Und in der Zeit habe ich halt auch viel gelernt, war immer noch mit meiner Freundin zusammen, habe aber auch noch andere Frauen gedatet, weil es ja eine offene Beziehung war. Großartige Beziehung, muss ich nochmal sagen, großartige Frau, wo ich viel gelernt habe, bin ich super, super dankbar für diese Zeit, auch super dankbar für die Zeit bei den Flirt-Profis. Ich habe da nicht immer mein Bestes gegeben, muss ich dazu sagen. Und wir hatten auch echt problematische Zeiten bei den Flirt-Profis. Gerade zum Ende hin ist das Ganze dann sehr auseinandergebrochen. Das ist dann in dem Flirt-Profis-Channel resultiert, den du jetzt siehst. Da ist halt nicht mehr so besonders viel los. Was schade ist, weil das ein tolles Projekt war mit viel Zukunft. Wir hatten ein geiles Büro im späteren Verlauf an der Warschauer Straße, ein richtig fettes Büro. Die kennt ihr vielleicht kennt ihr die Videos noch aus diesem Büro, es sind auch noch ein paar online von da. Das hatte schon was Professionelles. Wir waren viele Leute, wir waren fast 10, 11 Leute da. Das war schon echt eine lustige Zeit. Und eine Zeit, wo ich wirklich viel gelernt habe, viel über Verkaufen gelernt habe, viel darüber, wie man Coachings macht, viel darüber, wie man professionell sich verhält, auch wenn Flirt-Profis nicht super professionell war, aber professioneller als wir es vorher waren. Und dann wurde es aber irgendwann schwierig bei den Flirt-Profis und ich dachte mir, okay, ich muss jetzt hier raus. Und dann habe ich einen alten Freund angerufen, den Darius Kamadeva, der macht Frauendating. Das macht er auch immer noch, der ist einer der größten Anbieter, Darius Kamadeva. Hat aber auch eine Zeit lang mal Männerdating gemacht und dann habe ich den gefragt, hey, kann ich irgendwie zu dir kommen? Und er meinte, ja, wir unterhalten uns mal und da haben wir uns unterhalten und wir waren zusammen im Soho-Haus. Wer das hier in Berlin kennt, das ist so eine sehr edle
Coworking-Adresse oder auch so ein, es ist so ein Arthaus, ein ziemlich edles Ding. Und da saßen wir oben im 11. Stock und da war so ein Pool und alles. Blick über Berlin und haben wir uns unterhalten und ich war so, wow, voll beeindruckt von Darius. Und dann bin ich halt zu Darius gegangen und habe da erstmal Telefonsales gemacht. Wir haben da Telefonsales für die Frauen gemacht und das war auch so eine geile Zeit. In der Zeit haben wir halt immer so Seminare mit ganz vielen Frauen gemacht. Wir waren eine Woche mit denen in einem Hotel, Heldin deines Lebens hieß das. Und so mit älteren Frauen, so 50, ein bisschen älter, aber auch jüngere Frauen, hatten wir so 15, 20 Frauen, mit denen wir dann wirklich eine Woche in diesem Hotel waren und einen ganz intensiven Workshop gemacht haben. Diese Workshops waren immer so toll. Wir haben davon zwei gemacht insgesamt, leider nur. Aber die Workshops immer eine Menge Spaß gemacht. Wir haben so viel erlebt, wir sind zusammengewachsen mit den Frauen. Total tolle Zeit, in der ich super viel gelernt habe. Und Darius hat halt viel oder verdient viel, einen großen Teil seines Geldes auch mit Online-Produkten. Und da habe ich halt gesehen, was online möglich ist mit Online-Produkten, mit Büchern. Und dann habe ich, ich weiß das noch, das war der Anfang von meiner wirklichen Selbstständigkeit jetzt hier als Flirt-Coach. Der Anfang bei Darius war so das Ende meiner Beziehung. In der Beziehung lief es immer schlechter. Es war dann, sie kam einmal aus dem Urlaub wieder und dann war ein sehr krasser Bruch in unserer Dynamik. Also irgendwas war ganz komisch und ganz anders geworden. Und dann bin ich so ein bisschen abhängig geworden, hab so ein bisschen zu sehr versucht, ihr alles recht zu machen, weil sie sich über ein paar Dinge beschwert hat. Und ich habe dann versucht, ihr alles recht zu machen, habe zu wenig auf mich selbst geachtet und bin dann selbst verloren gegangen und bin ihr dann nur noch so ein bisschen hinterhergelaufen. Und das ist dann halt keine besonders anziehungssteigernde Sache. Und dann ist es, wir waren noch ein Jahr zusammen, aber es ist halt immer weiter bergab gegangen und irgendwann war es halt gar nicht mehr schön für uns beide. Was schade war, weil es ansonsten eine wirklich tolle Beziehung war, an die ich auch super gerne zurückdenke, muss ich sagen. Und ja, gerade in den Anfangszeiten, die waren wirklich ohne Vergleich bis jetzt. Und genau, das ging also immer mehr den Bach runter und dann fing ich bei Darius an und ich weiß noch, da hatten wir bei Darius den 3-Monats-Plan. Da sollten wir uns mehrere Ziele, 3 Ziele vornehmen, die wir in 3 Monaten erreichen wollen. Und ich hatte mir vorgenommen, weil ich hatte das immer so im Kopf, ich will mal ein Buch schreiben. Und da hatte ich mir vorgenommen, in diesen 3 Monaten schreibe ich jetzt ein Buch und bringe das auf Amazon raus. Und ich kannte einen befreundeten Flirt-Coach, den Florian Höper, der mir dann damals alles gezeigt hat, wie man das Ganze macht, wie man dann ein Buch auf Amazon schreibt und so weiter. Und da habe ich in diesen 3 Monaten halt dieses Buch fertig gemacht und habe es danach veröffentlicht. Das war im Dezember 2016. Da habe ich das Buch veröffentlicht und habe sozusagen das erste Mal wirklich Geld nur ich selbst eingenommen über meine eigenen Sachen im Internet. Und zu der Zeit, das war so der Durchbruch, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann auch Geld im Internet verdienen. Und dann kam im Januar 2017 dann die Trennung von meiner Freundin. Die Trennung war nötig, es war super schade, weil ich glaube, es hatte sehr viel Potenzial. Aber die Trennung war dann halt da und ich war erstmal eine Woche lang todkrank. Ich bin zu Hause aufs Dorf gefahren, war mit meiner Familie eine Woche, mir ging es eine Woche lang richtig, richtig mies und danach auch noch mies, aber diese Woche war extrem. Das Gute an der Trennung war, dass ich mich dann wieder mehr auf das ganze Business-Ding konzentriert habe, weil die Zeit davor habe ich mich sehr viel auf die Beziehung konzentriert, habe versucht, da was zu retten, mehr oder weniger gut, um es ehrlich zu sagen. Und mein Fokus war einfach nur auf der Beziehung und mir ging es einfach echt nicht gut die letzte Zeit in der Beziehung. Und dann konnte ich mich wieder so ein bisschen mehr aufs Business fokussieren und habe mich auch sehr stark darauf fokussiert. Dann habe ich auch im Januar, Februar die ersten Online-Kurse, die ersten Videokurse fertiggestellt und so weiter. Und dann habe ich halt immer noch bei Darius gearbeitet. Hab da Sachen online gemacht, hab die Telefonverkäufe gemacht und so weiter. Und zum Ende von 2017 hin, also ich glaube, irgendwann um Oktober rum habe ich dann komplett aufgehört für Darius Sachen zu machen und habe nur noch mein eigenes Ding gemacht. Und so seit Oktober 2017 ist es ja wirklich so, dass ich nur noch meine eigenen Sachen mache. Vorher war immer noch ein bisschen was für Darius, aber auch schon meine eigenen Sachen viel. Und jetzt ist es halt wirklich nur noch meine eigenen Sachen, von denen ich hier lebe und die ich hier mache, wo ich jetzt Zeit rein investiere. Bin ich so dankbar darum, dass das funktioniert hat. Das ist unglaublich so. Also vor 4 Jahren habe ich da gesessen und dachte mir, hey, du bist Flirt-Coach, aber ich wusste halt überhaupt nicht, wie ich da hinkomme. Jetzt ist es mir völlig klar. Also jetzt weiß ich genau, wie ich da wieder hinkommen würde. Ich kenne den Weg, ich kenne den Ablauf. Es würde jetzt nicht ansatzweise so lange dauern, nicht im Ansatz. Aber ich habe halt viele Dinge da erleben müssen, um jetzt an diesen Punkt zu kommen. Über Get Your Ass Up, den Channel, wo wir lustige Videos gedreht haben, hin zu Flirt-Profis, wo ich ungefähr ein Jahr war. Flirt-Profis war ja wohl die intensivste Zeit. Hin zu Darius, wo ich dann nochmal fast ein Jahr war, wo ich nochmal super viel über Business gelernt habe, super viel gesehen habe, was möglich ist online, was geldverdienmäßig möglich ist online und wie man das da macht. Und ich bin noch lange nicht an dem Punkt, an dem ich gerne wäre. Das Ganze ist absolut in den Startlöchern jetzt so gesehen, dass ich ja auch erst seit kurzem nur noch das hier mache, nur noch diese Sache als meinen Hauptberuf mache.
Es ist so toll, weißt du, ich kann nur kurz, aber so, ich kann morgens aufstehen und theoretisch kann ich aufstehen, wann ich will. Ich sollte natürlich auch aufstehen und arbeiten, weil niemand anders zwingt mich dazu. Aber also meine Zeit gehört mir, mein Leben gehört gefühlt mir. Und um mal kurz die Brücke zu schlagen zu weiter früher, das war auch immer das, was ich mir gewünscht hatte. Ich weiß noch, ich hatte immer gesehen, wie meine Eltern gearbeitet haben, aber meine Eltern mit ihren Jobs, also sie haben ihre Jobs gemacht, so, weil sie hingehen mussten, aber sie waren nie super zufrieden. Ich weiß noch von meinem Vater, der war auch mal selbstständig, das ist was anderes. Aber gerade meine Mama war einfach nie so richtig, so einfach, sie hat es einfach gemacht und sie hat immer zu mir gesagt, an der Stelle, tolle Mama so, aber gerade so jobtechnisch, glaube ich, hätte sie auf jeden Fall mehr Potenzial gehabt, hat sie immer zu mir gesagt, das ist einfach so. So ist das einfach, das muss man einfach machen. Und ich fand diese Aussage immer so blöd. Ich habe immer gedacht, nein, das kann doch nicht alles sein. So, ich akzeptiere das nicht. Und da habe ich mir den Arbeitsmarkt angeguckt und dachte mir, hey, interessiert mich überhaupt nichts. Nichts davon möchte ich machen. So, ich möchte nicht unter irgendeinem Vollidioten arbeiten. Da hatte ich nie Bock drauf. So, und ich habe es dann auch bei Flirtprofis wieder gemerkt, dass ich darauf keinen Bock habe. Nicht, dass irgendwer ein Vollidiot war da. Aber ich hatte einfach keine Lust, die Sachen von anderen Menschen zu machen, weil ich mir dachte, ey, ich würde das ganz anders machen. Ich finde das total dumm, wie du das machst. Aber natürlich war das seine Entscheidung, denn der war der Boss an der Stelle. Und ich habe mir immer gedacht, nee, das ist nichts für mich und habe immer gedacht, wo ist mein Platz im Arbeitsmarkt? Und ja, hier ist mein Platz im Arbeitsmarkt, so an dieser Stelle, so dass ich meine Sachen selbst machen kann. Vielleicht werde ich mir später ein Team dazu holen. Also ich habe jemanden gehabt, der eine Zeit lang für mich Instagram gemacht hat, der mit mir ein bisschen zusammengearbeitet hat. Ich hätte jetzt einen Praktikanten kriegen sollen im Januar, das hat sich aber nicht ergeben so. Ich bin mir sicher, dass irgendwann mal Leute dazukommen werden ins Team, aber momentan, ich bin so happy, dass ich das hier machen kann. Bin jetzt nächste Woche wieder viel unterwegs, bin jetzt ab Donnerstag in Freiburg, dann in München, dann in Hamburg. Ich komme viel rum, ich kann rumkommen, ich kann jetzt auch in die Staaten fahren. Ich werde diesen Winter nach Thailand fahren für 3 Monate, werde von da aus arbeiten. Das sind alles Möglichkeiten, die ich jetzt habe, die ich hier deswegen habe und ich bin super dankbar, dass ich diese Chancen habe. Genau, also so ist sozusagen mein Werdegang vom nicht Loser, das ist das falsche Wort, aber vom unerfahrenen Typen zum Flirt-Coach. Jetzt ein bisschen mehr auf die Business-Seite beleuchtet, ein bisschen weniger das mit den ganzen Frauen, aber wie gesagt, auch viele Frauenerfahrungen in der Zeit gehabt, diese beiden Beziehungen eben, die ich hatte und in der Zwischenzeit immer wieder Erfahrungen mit Frauen, ein paar One-Night-Stands, viele Frauen, die ich über einen längeren Zeitraum gesehen habe. Ich erinnere mich an zum Beispiel ganz tolle Frau, eine Kroatin war das, die ich eine ganze Zeit lang gesehen habe, die war super, mit der hatte ich auch fast einen Dreier gehabt mit meiner Freundin, aber es hat sich dann leider doch nicht ergeben. Sehr toll gewesen, glaube ich. Und genau, seitdem haben sich halt auch noch sehr viele Erfahrungen angesammelt. Ich habe oft Dreier mit irgendwie Freunden von Frauen, die wir aus dem Club mal nach Hause nehmen, oder Freunde, die wir kennengelernt haben. Und ich habe so viel erlebt. Ich bin so dankbar für diese Reise, die mich hier in diesen Punkt gebracht hat. Ich habe so viel über Frauen gelernt, so viele tolle Sachen mit Frauen erlebt. Ich habe ganz großartige Beziehungen geführt. Ich habe ganz schreckliche Trennungen erlebt. Aber alles hat mich hier an diesen Punkt geführt. Und um das nochmal abzuschließen, auch. Und wenn du auf diese Reise gehst, du wirst viele tolle Sachen erleben, du wirst viele richtig beschissene Sachen erleben und die werden dich alle stärken, wenn du es zulässt. Also jedes Mal nach einer Trennung habe ich mich richtig, also ich war am Boden zerstört, wirklich ich hab das nicht gut weggesteckt. Ich glaube, ich bin kein Mensch, der das besonders gut wegsteckt, weil ich doch ein Mensch bin, der sehr tiefe Verbindungen mit den Leuten dann aufbaut, mit den Frauen auf jeden Fall und habe das nicht gut weggesteckt. Aber ich wusste immer, es wird danach besser werden und es ist immer danach besser geworden. Also meine letzte Trennung habe ich zu verdanken, dass ich jetzt mit dem Business an diesem Punkt bin. Sonst hätte ich da gar nicht wahrscheinlich so viel für gemacht, so viel für machen können, dass es jetzt an diesem Punkt ist, wo ich jetzt bin. Und ja, auch ein Dank nochmal an euch da draußen. Erstmal danke fürs Zuschauen, wenn du bis jetzt noch beim Video dabei geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen inspirieren mit meinem Weg, den ich gegangen bin, für einen Weg, den du vielleicht in deinem Leben gehen willst. Danke auch, dass ihr hier wirklich regelmäßig zuschaut. Danke, dass ihr Kommentare macht, dass ihr mir Feedback gibt. Das ist wirklich sehr wichtig und mir sehr viel wert. Danke auch an die E-Mails, die ich bekomme, wo ihr mir sagt, dass meine Arbeit toll ist, dass es wichtig ist und so weiter. Das ist super, um mich weiter zu motivieren. Bin super dankbar dafür, dass ihr hier seid, dass ihr meine Videos schaut und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es andere Aspekte gibt, die ihr gerne nochmal beleuchtet haben wollt, vielleicht auch von meiner Geschichte, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, wie gesagt, das Video war super für euch. An dieser Stelle will ich es auch beenden. Es ist, glaube ich sitze jetzt hier vor der Kamera 30 Minuten lang oder so. Es ist, glaube ich, ein super langes Video. Hoffe, du hattest Spaß damit und wie immer, und das weißt du ja, sehen wir uns am Donnerstag wieder. Danke, dass du hier warst und dass ich die Geschichte mit dir teilen konnte. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.